So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu UFL Football. Mein Livestream hat gerade eben abgebrochen. Das tut mir ultra leid, aber ich versuche natürlich das Match, was jetzt hier hoffentlich gleich gefunden wird, zu gewinnen. Ich möchte mein erstes Ranglistenmatch gewinnen. Ist natürlich ein Gameplay, was durchaus an EA Sports, ehemals FIFA, angelehnt ist. Ich glaube, die Leute, die dort in dem Spiel zu Hause sind, kommen damit besser zurecht als ich im Moment. Es geht, und ich würde jetzt gerne hier noch die Trikotfarbe ändern wollen. Irgendwie lässt er mich da gar nicht drauf zugreifen. Ihr seht es jetzt hier. Der Gegner könnte eigentlich seins ändern, so sieht es für mich aus. Ich finde das gerade ein bisschen unmöglich, dass er das so lässt. Hier spielt Rot gegen Rosa. Boah, das ist doch nicht dem sein Ernst. Jetzt fällt mir jetzt auch nichts mehr zu ein, aber wir schauen uns mal den Gegner an. Der hat hinten links Loco, scheint sich bei den LVs rumgesprochen zu haben. Di Maria rechts außen, Colisso, Ronaldo natürlich. Hat hier und da schon ein paar ganz interessante Verpflichtungen getätigt. Deutlich besseres Team als ich, würde ich jetzt mal sagen, gerade auch in der Abwehr. Aber ich versuche natürlich hier mein Bestes zu geben. Ja? Und dann wollen wir mal schauen. Komm mit jedem Spiel eigentlich ein Stück weit besser rein. Hab leider bis jetzt noch kein einziges meiner Ranglisten-Matches vor heimischem Publikum gemacht. Ich habe mir gerade noch ein neues Heimstadion gekauft. Und das Drumherum gefällt mir eigentlich schon echt gut. Aber wir versuchen uns mal jetzt auf das Spiel zu konzentrieren. Und das möchte ich jetzt natürlich auch tun. Wir müssen jetzt damit leben, dass hier Rot gegen Rosa spielt. Ich finde es ehrlich gesagt unmöglich. Für mich sah das auch im ersten Schritt danach aus, dass bloß das Heimteam die Kits ändern kann. Das finde ich natürlich sehr problematisch. Da wird es dann wahrscheinlich auch immer wieder Leute geben, die das Ganze ja nicht gut gestalten, um auch die Gegner zu provozieren. Das ist, glaube ich, keine gute Lösung. So sah es zumindest für mich aus. Ronaldo! Ich mit meiner ersten Chance, immerhin. Gut und flüssig gespielt. Das sieht doch schon mal eigentlich ganz nett aus hier, die ersten Sekunden. Und mein Team jetzt hier mit der Ecke. Versuche das jetzt mal hier zu platzieren. Versuche ne, ja, zu weit, okay. Hab jetzt auch gar nicht unbedingt auf die Bilanz des Gegners geachtet vor dem Match, aber das ist für mich eigentlich gar nicht so relevant. Also erstmal schön Geld verdienen. Oh, schöner Schlenzer. Gut geklärt, na was heißt geklärt nicht, aber gut hier auf den zweiten Ball aufgepasst. Und ja, auch wenn der Pass nicht dafür spricht, komme jetzt eigentlich mit jedem Match tatsächlich etwas besser rein und versuche das Ganze irgendwie auch ein Stück weit kontrollierter zu spielen und hätte auch durchaus schon Geld für eine entsprechende Verpflichtung. Ja, ich habe bei den Torhütern mal geschaut, Courtois würde mich irgendwie reizen. Ja, wenn man da hinten einen sicheren Rückhalt hat, ich glaube, das ist auch immer schon viel wert. Ronaldo, da komme ich gut zum Schuss und der ist drinne, Cristiano. Schönes Tor. Schönes Tor. Ihn könnte man tatsächlich sogar auf dem Markt verkaufen, aber die Spieler, die ihr im Squad habt, egal wodurch man die in Zukunft auch immer haben, bekommen wird, sag ich jetzt mal, die kriegt er natürlich nie für den Preis los, wie die auf dem aktuellen Markt kosten. Das ist jetzt einfach mal nur eine Vermutung, aber ich versuche mich natürlich jetzt hier auf das Match zu konzentrieren. Ah, gut gehalten. Wieder gut gehalten. Ich finde den Torwart eigentlich, den ich hinten drin habe, gar nicht mal so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hält eigentlich solche Dinger relativ gut. Ja, hab ich so einen Eindruck. So. Oh, schön! Mache ich jetzt hier schön durch den Abschluss, durch den Abwurf das Spiel schnell. Ah. Komm.
Oh, schöner Kopfball. Und ich führe hier 2-0 in der 24. Minute. Bin da selbst ein bisschen, ja, sagen wir mal, positiv überrascht. Ich habe den Kopfball gar nicht so stark positioniert gesehen. Weder den Spieler noch den Kopfball eben. Bin da gerade ein bisschen selbst entsprechend erstaunt. Ah ja, habt es wieder gesehen, ne? Torhüter hält wirklich gar nicht schlecht. Find auch diese, gibt ja aktuell, glaube ich, zwei Kameraeinstellungen. Bei einer könnt ihr allerdings, und das wäre diese hier, die dann eh schon eine bessere Übersicht bietet, also von weiter weg ist. Hier könnt ihr, glaube ich, auch noch entsprechenden individuellen Zoom einstellen. Aber das wäre auf jeden Fall mal mein Tipp, spielt nicht mit der Standardkamera, die ist zu weit dran. Ich finde hier fürs Passspiel ist die sehr viel besser geeignet. Oh, wieder gut. Oh, 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 oh. Mach den Schuss zu. Sehr gut, sehr gut. Ah, fast ein schöner Doppelpass hier. Ah, schön den Verteidiger aussteigen lassen. Ah, schade, da wollte ich ihn eigentlich links rüber spielen. Ronaldo, Balleroberung und er macht seinen zweiten Treffer hier. 3-0 Führung für mein Team. Sehr cool. Sehr cool. Was mir auch auffällt am Gameplay, ist es sehr animationsgestützt. Ja, also man muss halt in Angriff und Abwehr wahrscheinlich enorm gut wissen, welche Animationen es gibt, damit ihr hier auch handlungsfähig seid. Wisst ihr, was ich meine? So, hier schön. Jetzt kann der... Oh. Ronaldo legt nach hinten ab und das 4-0. Was für ein schöner Treffer. Sehr schön, Cristiano. Player of the Game, würde ich jetzt schon sagen. 4-0. Ich hoffe, mein Gegner bricht das Match hier nicht ab. Wäre schade drum. Aber hier schön gemacht. Einfach nach hinten abgelegt. Getreu dem Motto, irgendeiner wird das schon kriegen. Oh, wo ist denn der Ball da durchgegangen? Aber wie gesagt, man darf sich nicht von zwei, drei Matches blenden lassen. Macht mal ein paar mehr. Natürlich ist das Gameplay noch nicht über alle Zweifel erhaben. Ohne Frage. Aber wer dem Fußball was abgewinnen kann, sollte auf jeden Fall mal reinschauen. Hier das 1-4 durch, ich glaube, Ronaldo war es. Ja, welche Überraschung. Jetzt geht's hier weiter. Und nach diesem letzten Treffer liegen die Gastgeber nur noch drei Tore hinten. Courtois werde ich mir tatsächlich überlegen. Für 50 Millionen von diesen In-Game-Credits. Der beste Torhüter im Spiel. Eigentlich noch für eine recht anständige Summe, so würde ich es jetzt einfach mal nennen. Da kann man schon was machen. Aber Mittelfeld merke ich auch, da brauche ich auch irgendwas. Irgendeinen Spieler, der das Zepter auch so gerade passtechnisch mal ein bisschen in die Hand nehmen kann. Das ist da noch nicht so doll. Aber das sollen erstmal alles ein paar Randinfos sein. Ja, der Gegner, der ist schon gut, ne? Ich habe alle 5 Schüsse aufs Tor gebracht. 4 davon waren drin. Effektiv bin ich. Der Gegner hat 9 Schüsse Richtung Tor gebracht. 6 davon direkt. Spielt auch im 4-3-3. Ah, das mit den Trikots, dass das nur das Heimteam. Das würde ich mal sagen, das ist sehr nachteilhaft. Es sei denn, ich habe das jetzt hier falsch gesehen. Ja, wisst ihr, was ich meine? Aber Konzentration. 4-1. Boah, schöner Pass auf die Außen. Da gab es wohl ein Missverständnis. Das Zuspiel konnte jedenfalls niemand erreichen. Schade, dass ich den nicht erlaufen konnte. Da ist der Abschluss und sie müssten sich jetzt wirklich mal versuchen, in der gegnerischen Hälfte festzusetzen. Und jetzt ist der Torwart. So. Und weiter geht's hier. Ja, man kann auch viel machen über... Das Passspiel finde ich eigentlich, wenn man das erstmal so ein bisschen verinnerlicht hat, eigentlich ganz cool. Aber ich finde auch... Oh, schöner Schuss aus der Drehung mit links von Ronaldo.
Ich finde auch, dass man da als verteidigender Spieler vielleicht vom Balancing zu wenig Zugriff hat. Oh, was für ein Fehler! Schlenzer Ronaldo! War es Ronaldo? Ja, ich glaube schon, oder? Dreierpack und es ist Cristiano Ronaldo! Schön aufgepasst hier. Das war natürlich ein hanebüchener Fehler. Schön geschlenzt. Schöner Abschluss. Ich hoffe, dass im Hintergrund auch Statistiken zu den Spielern geführt werden, weil das mögen ja viele auch, ne? Oder das ist ja eigentlich auch ein Sportspiel, ein Must-Have. Oh, hier Ballgewinn. Ah, wieder Ballverlust. Ballgewinn. Ballverlust. Hier dieses Kurzpassspiel und jetzt hier der Schlenker. Oh, ah, schade. Bisschen zu weit vorgelegt. Der Pass, aber. Oh, da. Ach, schade. Da muss ich es natürlich mit Ronaldo probieren. Zweites Mal macht er diesen Fehler. Wobei ich sagen muss, ich finde nach ein paar Matches die Abschläge zu den eigenen Spielern vorne in der Abwehrkette auch sinnvoller, als ihn nach vorne zu ballern, weil du kannst hier eigentlich einen relativ guten Spielaufbau dann auch machen. Aber den Gegner, nee, den werde ich hier noch nicht abschreiben. Das könnt ihr mal schön vergessen. Ich weiß, wie Online-Sportspiele funktionieren. Ah, seht ihr hier wieder keinen Zugriff, keinen Zugriff. Und das war glücklicherweise abseits. Glücklicherweise. Ah, gut. Ja, das lässt er sich nicht nehmen. Mit einer Finte den Verteidiger aussteigen lassen. Ah, da muss ich noch was machen. Da muss ich irgendwie was machen. So, 5 zu 2. Wie gesagt, da muss man ein bisschen. Ein bisschen aufpassen. Auch mal ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Hier schön mal den Pass nach außen. Ah, wieder zu weit gespielt. Ah, schade, schade. Weiter, 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 komm. Den Ball erstmal in den eigenen Reihen behalten. Wir sind jetzt in Minute 80. Das sollte eigentlich das Wichtigste sein. Na, er hat schon relativ gute Abwehrkette hinten. Ich eigentlich noch nicht wirklich. Muss ich gestehen, aber ich versuche natürlich jetzt auch Zeit von der Uhr zu nehmen. Aber ein paar Minuten haben wir noch. Das soll, ja, dieses Wegkurven. Seltsam. Wieso klärt denn der Torhüter da so seltsam? Und er nutzt das natürlich hier mit einem, wie ich finde, eigentlich sogar sehr schönen Tor ganz gut aus. Das sah gut aus. Schauen wir uns das nochmal die Slow-Mo hier an. Ah, ich meine von der Animation, die Torhüter eigentlich ganz cool, aber ja, das Tor sieht natürlich ein bisschen sehr unglücklich aus. Ballverlust, es steht, ja, 5 zu 3. Oh, da läuft er mittig durch. Ich habe keinen Zugriff, ich habe keinen Zugriff. Und kam jetzt ein Pfiff? Gelb gegen Verteidiger? Elfmeter? Wirklich? Tatsächlich. Ach, du großes Dick. Ach, du großes Ei.
Wieso schießt denn er nicht mit Ronaldo? Ich sag jetzt mal, der schießt links. Was macht er denn da? Die interessantere Frage ist aber durchaus, was mache ich hier eigentlich? Und der Torwart hält schon wieder einen richtig guten Ball. Unglaublich. Da muss es eigentlich 4-5 stehen. Gott sei Dank. Ja, mein Torhüter hält mich nachher besser im Spiel, als ich nach hinten raus gespielt habe. Aber ich hoffe doch mal... nochmal ein schöner Kopfball. Ich hoffe doch mal, dass das mein erster Online-Sieg wird in Ranglisten-Matches. Und da ist das Spiel abgepfiffen. Ich gewinne mein erstes Ranglistenmatch in UFL Football. In dem Fall in der Beta. Klar, muss natürlich auch sagen, ein bisschen schon Glück mit Blick auf die Schussstatistiken. Ich habe irgendwie einen sehr guten Torhüter hinten drin, komischerweise. Aber ich bin in meinen Torchancen deutlich effektiver gewesen und habe natürlich auch einen sehr guten, also einen Torhüter gehabt hinten drin, der einen sehr guten Tag hatte. So muss ich es einfach mal sagen. Und ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen. Ich finde, man sollte dem Spiel eine Chance geben. Es ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Aber ich finde, das Spiel bietet auf jeden Fall eine ganz interessante Rahmenbedingung für einen Fußball-Online-Modus, der von Dauer sein könnte. Leute, danke schön fürs Reinschalten. Euch eine gute Zeit. Mehr UFL-Content gerne. Haltet die Augen offen. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.